Hallo ihr Lieben, hier ist Tanja Hansen von Catsitting Saarland und dieses Video, das wird ganz besonders einige Hundehalter wahrscheinlich weniger erfreuen, aber wahrscheinlich sind dann auch gerade die richtigen sauer auf mich. Ich komme gerade vom Gassi wieder und wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Ich treffe seit einigen Monaten immer mal wieder einen Hund, der absolut nicht verträglich ist mit anderen Hunden. Die Leute gehen schon immer auf die Seite, können den aber fast überhaupt nicht halten. Es wird mit Halti spazieren gegangen, völlig falsch angewandt. Der Hund hat absolut keine Lebensqualität. Der Hund kann von den Haltern überhaupt nicht gelesen werden. Sorry, Leute, ganz ehrlich, wenn man sich einen Hund anschafft, ein Tier, ein Lebewesen und man kommt mit dem nicht zu Schlag oder die Lebensumstände passen nicht und man gibt es mir gegenüber auch noch zu, wäre es vielleicht dann wirklich an der Zeit, entweder eine Hundeschule, einen Hundetrainer oder ähnliches zu engagieren oder man trennt sich von dem Tier, dass es kann wirklich in eine tolle Familie kommen, wo dann auch wirklich artgerecht und ja, dem Hund entsprechend halt agiert wird. Der Hund soll mal von der Leine, der soll mit anderen Kindern, hätte ich fast gesagt, mit anderen Hunden spielen. Ich habe noch nie erlebt, dass diese Art, diese Rasse von Hund so dermaßen aggressiv ist, dass der Hund gegen mein Auto springt, während meine beiden friedlich hinten auf dem Rücksitz sitzen, weil wir gerade fertig sind mit Gassi. Leute, das geht nicht. Ich habe dann eben einen Gutschein von einer mit mir befreundeten professionellen Hundetrainerin der Dame schenken wollen. Sie war sehr, nennen wir es mal, nicht erbaut darüber. Sie hat gemeint, ich soll doch bitte jetzt gleich weitergehen. Ich habe dann gesagt, der Hund, der hat keine Lebensqualität. Man möge mal drüber nachdenken. So ein Hundetrainer wäre mal ganz gut. Nee, sie wollte sich mit mir darüber nicht unterhalten. Sie hat daran kein Interesse und ich soll jetzt weitergehen. Ich möchte es nochmal in aller Deutlichkeit sagen, ich bin ja wirklich ein friedliebender Mensch, aber irgendwo hört es bei mir auf, nämlich da, wenn psychisches und emotionales Tierleid, mal ganz abgesehen von körperlichen Misshandlungen, wenn das dann beginnt. Und dieser Hund hat keine Lebensqualität. Deswegen hier mein Aufruf, es sind Lebewesen, es sind Tiere und wenn man damit nicht zu Schlag kommt, dann ist es keine Schande, sich professionelle Hilfe zu holen, dann geht es nämlich dem Tier besser, dir selber geht es besser, alle haben wieder ein entspanntes Gassi und eine Lebensqualität und ja, das ist so meine Botschaft auf entspannte Gassigänge, dass ich da oben nicht immer Slalom gehen muss, dass die nicht immer Slalom gehen muss und in diesem Sinne, ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Ciao!